Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16, zu unserem kleinen King of the Ring. Wir sind in der dritten Runde und mein Gegner ist der harte, brutale Onkel Gamer Shack LP, yeah! Du hast vergessen, Loser und totaler Abniffer, ja, hallo. Ach ja, genau, so war's ja. Nein, Quatsch. Du hast einfach nur ein bisschen Pech gehabt und aus deinem Loch, aber ich habe jetzt vorhin einen Eimer mit Wasser runtergeworfen. So, hallo, Onkel. Mhm. Vielleicht gewinnst du ja mal wieder. Okay, vielleicht. Du darfst dich ja wieder wählen. Juhu! Wen darf und ich zwar, denn? Eigentlich kannst du schon auf die rechte Seite gehen, weil ich weiß, wen du wählst. Und zwar hast du die Wahl zwischen X-Pac und auf der rechten Seite ist dann Brock Lesnar. Ja, Brock Lesnar. Gar kein Problem. Das ist mein Liebling, den ich im Moment habe. Und ich hoffe, dass ich mit ja, dem... Ja, und Ryback auch, ne? Also das ist ja total alles... Ja, die beiden. Also wenn die mal gegeneinander kämpfen, oh scheiße. Aber da werde ich mich wahrscheinlich für den Brock Lesnar entscheiden. Ich glaube, der ist noch eine Nummer härter. Oh, da tut mir jetzt leid für den X-Pack ein bisschen. Ryback ist ein Arschloch. Ryback ist... Ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Ah, ja, deswegen würde ich ja auch... Das sieht scheiße aus. Der sieht scheiße aus, hat eine scheiß Figur. Das ist absolut... Bäh. Ja, ein Monster halt, ne? Ja, Ryback ist sogar, wenn der so da steht, sieht er sogar ein bisschen definierter aus als Brock Lesnar. Das übertriebene Ryback. Na gut. Definierter, total, ja. Okay, man kann also nichts machen. Ostdeutsche Straße ist Brock Lesnar. Bucklig. Oh Gott. Na, ich bin gespannt. Oh, die Schläfendruckpresse. Ja, wenn du von solchen Armen gedrückt wirst, oder ich glaube, da hast du deinen Kopf, hast danach auf jeden Fall Kopfschmerzen. Normalerweise hättest du abprallen müssen. Ja, ja, na klar. Immer müssen wir abprallen bei Rivalen. Ja, weil das der Brock Lesnar ist. Was ist denn da los mit Was mir? Was ist der Brock Lesnar? Oh, guck mal, ich hab schon von dir auf meiner Brust schon rote Punkte. Boah, hat rote Punkte auf der Brust, ey. Hey, was war das denn jetzt für ein Fehler? Noch kein Fehler. Ich hab gedrückt, aber der hat das gar nicht angenommen. War eine Aktion. Zu früh! Ich muss hier raus, hab Angst. Du bist ein Killer. Ja. Da gibt's keine Blockmöglichkeiten, wenn man da reinkommt. Das ist echt scheiße. Ja, genau. Ja, das ist absolut. Ach ja, sicher. Klar. Mann, ich hab schon gedacht. Ach, okay. Jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt bist du dran. Jetzt kommen die Brock Lesnar Bomben. Der Bomb. Brock Lesnar Bomb, Ryback Bomb, Batista Bomb. Oh, die können. Haben wir den eigentlich, Batista? Ja, ja. Oh, der ist schon raus. Oh. Batista Bomb! Ryback Bomb! Oh, da kam er raus. Oh, meiner liegt schon wieder am Boden. Nein! Ich hab keinen Bock. Brock Lesnar, was ist denn los mit dir? Du bist doch sonst auch immer so wild. Im Moment bist du nicht wild. Im Moment bist du eher so... Du machst so lustige Moves, machst du. Ach komm, steh auf jetzt. Boah. Versuch was mehr. Ja, klar. Auf jeden Fall. Es hatte ein bisschen was von Versuch's einfach mal. Ah. War aber nicht so schön. Notes.
Und der S. Boah. Der S? Und 600 S? Mal wird der gemacht, du. 600 Mal. Was ist ein S? Ja, der Signature. Ach so. Ich dachte, jetzt bist du schon von Bomb auf S gekommen. Also. Bitte, 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 bitte! Nein! Er macht den gleichen. Oh, mein Brock Lesnar ist so müde, guck mal. Genau, schlag mal das Seil, oder? Böse, böse Seil. Ach Mensch, ey, lass mich doch reinkommen. I don't think there's an area on that back that's not suffering right now. Yeah, when he wakes up in the morning, the only thing on his body that's not going to hurt is his pajamas. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. Ouch! Oh, das tut wehgetan. Das tut wehgetan. Ach, was ist das denn für eine Scheiße? Wieso hast du mich denn dann runtergestupst, ey, Mann? Das ist so doof. Wegen die Schuhgröße. Ja, deine Welle, wo du gerade langgelaufen bist, war so hart, dass du mich runtergeholt hast da. Ja. Du musst, glaube ich, auf den obersten Ringseil, oder? Für deinen Finisher? Nö. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, du bist schon rot am Leuchten. Mhm. Rot ist die Frau im Meer. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich versuch dich abzulenken. Ach Mann, ey, meiner ist. Mann, Brock Lesnar, was ist los mit dir? Nein. Ah, fuck dich. Nein! Oh Mann! Oh, mein Herz! Mein Herz. Oh. Ja. Oh. Er macht den Triple. Den Triple H. Oh. Und. Oh. Ein Bigger, ein Bigger. Ein Bigger. Bitte, 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 bitte. Ja! Yeah! Oh, die Todes-Big Bomb. Oh, Alter, lernen die Moves in der One, two, ja! Oh, Scheiße! Da hält sich aber der Brock Lesnar. Alter, ich glaube, da muss ich die nochmal machen. Sich aber der Brock Lesnar, was? Ja, da hält er sich aber am Kopf, du, nach dem Move, was du jetzt gemacht hast. Hä? Oh. Das war jetzt wieder total bekloppt. Natürlich, weil es gegen dich ging, ne? Ja, sicher. Aber ich kann das auch. Nein! Nimm ihn! Was macht er denn? Der soll den packen. Dreimal daneben gepackt, ey. Ist ja unglaublich, ey. Oh, ich mag den Mutant, ja. Aber dass der immer so schnell müde ist, ist ja Wahnsinn, ey. Und der Triple ist wieder am Start. Oh, der Brock Lesnar Move. And bigger and bigger and bigger. Ach, halt die Fresse, mach. Das sagt mein Kommentator dauernd. Bigger and bigger. Oh, 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 und? Nein. Ja. Bam. Und jetzt. Ich zähl mit. Eins, zwei und. Yeah! Alter, was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, du, das ist Brock Lesnar Move. Du musst tot sein. Dein Gehirn muss schon auf dem Boden liegen. Das gibt's ja gar nicht, ey. Leckt mir am Arsch, ey. Krasse Vorstellung hier. Krasse Vorstellung. Oh. Autsch. Okay. Okay.
Und bam! Oh Mann. Hallo? Oh, boah, das ist vom Undertaker so auch so ein halber Finisher gewesen. Und trotzdem steht er wieder auf, du. Du bist ein Übermensch. Du bist ein Über-X-Pack. Du bist ein Z-Pack. Gibt's ja gar nicht sowas, ey. Ich kann ihn nicht besiegen, meine lieben Freunde. Er ist unbreakable. Er ist unbesiegbar. Oh, das ist aber wieder gut, ey. Ah. You can see the wear and tear that this fight is taking out of these men. You're right. Such a brutal physical battle this has been. And it's not over yet. He doesn't want to do this outside the ring. Keep the action. Es war schön. Da ist der Kopf sogar richtig rot. Oh, was geht denn jetzt hier ab, ey? Hey, geil, was das denn? War das dann irgendwie ein Finisher oder sowas? Natürlich. So ein richtiger hässlicher Move war das. Auf den Rücken geblümst, also verletzt dich selbst. Du bist so fertig bei dem Move, dass du erstmal dich kontern und dich selber retten musst mit dem Konter. Oh, meiner ist bewusstlos. Ja, du hast ihn erledigt. Du hast den Brock Lesnar. Nee. Schön, mein Ess ist durchgegangen. Ja, aber irgendwann musst du aber mal tot sein, ey. So viele Moves, wie ich mit dir schon gemacht habe. Und du bist immer noch voll so dabei, so, yay, kein Problem. Der dritte und letzte, hoffe ich. Bitte, 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 nein! Dann macht er den Cover, okay? Und eins, zwei. Mein Herz. Das war ein ganz schön kleines Feld jetzt für mich. Obwohl ich dich schon so verschwartet habe ohne Ende. Ist meiner nicht gerade mehr der fitteste hier. Ich bin am Tanzen. Ach nee. Ach ja, das ist so geil, das Spiel. Hey, warum machst du das Spiel, Scheiß? Voll dumm, ne, wenn man da nicht mehr hochkommt. Ja klar, ich kann natürlich nicht kontern, weil ich bin ja der X-Pack und du bist ja der Rock Blesner. Hallo Onkel, bist du da? Keine Ahnung. Ach Mann. Komische Geräusche kommen hier auf der Welt. Wir sind nicht alleine. Und der zum 100. Mal, der X-Pack müsste schon der Rücken durchgebrochen sein. Er müsste schon längst im Krankenwagen liegen irgendwo. Oh Mann. Aber er hält sich tapfer wie eine Maschinenpistole. Und bitte, lass es klappen. Ja!
Und jetzt bitte lasst es vorbei sein. Ich kann nicht mehr. Brock Lesnar, bitte! One, two. Ja! Yeah! Ich hab's geschafft mit Brock Lesnar. Juhu! Was ein Kampf. Der hat mich die halben Nerven gekostet. Also, liebe Freunde, ich unterschätze nie wieder so einen kleinen Wichtelmännchen. Ihr habt gesehen, wie hardcore-mäßig der aus meinen Covers rauskam. Drei Finisher musste ich den rein donnern, damit er bewusstlos wird. Wahnsinn. Aber natürlich nur unter der guten Kontrolle von Onkel. Onkel, du bist. Möchtest du irgendwas sagen? Nee. Ach komm, X-Pack, das war doch wohl klar. X-Pack gegen Brock Lesnar. Hallo? Hallo? Ja gut, liebe meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei WWE 2K16. Ich freue mich, wenn ihr... Ne, du bist dran, oder? Mach immer weiter. Ja, du machst beim nächsten Mal wieder Ansage, passt schon. Und dann sage ich mal, bis morgen. Onkel muss sich erstmal erholen. Immerhin habe ich ihn dreimal gefinisher einstecken lassen. Das ist ein bisschen K.O. Was? Immerhin. Also bis morgen, liebe Freunde. Ciao. Tschüss.